willkommen zum zweiten Teil mit David. Wir haben ja im ersten Teil David darüber gesprochen, was es für verschiedene Muster gibt. Das können wir vielleicht gerade mal wiederholen. Es gibt zum einen die einfallen nach innen. Genau. Und es gibt die so, sag ich mal, jetzt sagen, so hoch. Also genau, die ist verkürzt. Übertrieben. Ja. Ne? Das hat Auswirkungen auf eure ganze Körperstatik, hat Einfluss auf eure Performance, auch beim Golfspielen und beim Athletiktraining. Deswegen macht einen Spaß, ja. Und David zeigt mir jetzt jeweils zwei Übungen, die wir machen können, um Fußball besser anschauen zu können und diese Fehlstellen herauszubekommen. Und was ganz spannend ist, wir haben das gerade schon mal getestet. Eine Übung wird er an sich selber zeigen müssen, weil ich kriege es gar nicht hin. Also ich habe gar nicht die Ansteuerung. Total spannende Geschichte. Was wäre die erste Sache, die wir da machen? Die erste Sache, und das ist die wichtigste, das ist der Schlüssel für alle Bewegungen, für die Lebensanstauung, dass es richtig und gut funktioniert, ist, dass ich meine Zehen ankrallen muss in den Boden, damit mein Fußgewölbe sich aufbauen kann. Das heißt, dann funktioniert die Ansteuerung. Wie müssen wir das machen? Genau, der Ablauf ist eigentlich so, du spreizst als erstes deine Zehen maximal weit auseinander. Das du hast ja schon recht. Kleines Defizit hier das sehen. Das war immer schon so gewesen. Ja. Heißt ja nicht, dass es gut ist, auch wenn es immer so war. Okay, ja. Das erste ist, wie gesagt, die Zehen so weit möglich es geht zu spreizen und dann versuchst du die Zehen zum Fuß zu ziehen, sodass man hier diese kleinen Brötchen sieht, am Glied, ersten Glied der Zehen. Dadurch überträgst du die Spannung aufs Quergewölbe, das baut sich auf und dann kommt das Fußgewölbe hier als Längsgewölbe nochmal mit. Das können wir gerade hier nochmal zeigen, also Längsgewölbe wäre. Das Längsgewölbe ist das hier, dass ich das aktiv in eine Bewegung stemme, dass ich dann meine Bewegungen dämpfen kann, dass ich die richtig ansteuern kann, dass ich eine gute Basis habe, was Stabilität angeht für mein Leben. Jetzt haben wir hier schon gesehen, also mein Problem ist, hier der große Zeh, der macht gar nicht mit. Ne? Also die Zehen selber gehen, aber der macht gar nicht mit. Genau, er hat hier keine Länge in der Großzehenmuskulatur, sodass er das gar nicht aktiv ansteuern kann. Im Normalfall, das kann er jetzt nicht, sollte man den Zeh hier fast bis auf 90 Grad nach oben bekommen. Das ist Schluss. Ja. Hier ist jetzt schon zu Ende, das heißt, er hat keine Länge auf der Muskulatur, die überhaupt aktiv sich bewegen kann, sondern die ist die ganze Zeit schon auf der Verkürzung, die überhaupt möglich ist. Okay. Dann war das vielleicht mal so, du zeigst mal dieses Ansteuern, wie oft würde man das machen? Und das kann man theoretisch immer machen, man sollte es eigentlich auch beim normalen Gehen schon machen. Nein, aber ich meine jetzt, wenn wir das jetzt bewusst wenn trainieren. Wenn wir es bewusst trainieren, sollte da, fang mal an mit 10 mal 5 Sekunden. Ja. Ja, dass ich wirklich 10 mal, dass ich aktiv 10 setze, dass ich ansteuere, dass ich das Quergewölbe und das Längsgewölbe aufrufe und dass ich das einfach nur halte. Es geht auch im Sitzen, im Stehen, das ist eigentlich egal, aber dass ich so 5 mal 10 Sekunden überhaupt die Spannung in der richtigen Position halte. Und dann lasse ich wieder locken. Ja. Ja, und jetzt kann man das bei mir im Vergleich jetzt zu Markus eben ganz gut sehen, dass wenn ich das mache, ich habe im Prinzip dasselbe Muster tatsächlich, bei mir ist es jetzt schon nicht mehr so ausgeprägt, weil ich halt schon länger dafür trainiere. Und im Prinzip sollte es so aussehen, dass wenn ich dann aufsetze, die Spannung einsteuere, dass das Fußgewölbe das ich nenne es den Sit-Up des Fußes. Dass sich das aktiv bewegen lässt. Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch der einzige Sit-Up, der jetzt nicht schlecht genug ist. Das ist der einzige Sit-Up, der überhaupt Sinn macht. Ja. Okay, super. Ja? Das heißt, das wäre jetzt die Basisübung für beide Muster, die wir festgestellt haben. Genau. Also erste Übung macht für beide Muster Sinn, weil ich eben meinen Fuß dadurch in eine neutrale Position bekomme. Ja, egal, ob ich jetzt hier, wie bei mir auf dem Fuß zum Streck bin, ich ziehe die ran, dann komme ich in die neutrale Position. Wenn ich hier zu innen hänge und ziehe sie ran, komme ich auch in die neutrale Position. Und vielleicht bleiben wir dann mal gerade beim Strecken. Das heißt, Übung 1 wäre das Ansteuern, circa 5 Sekunden. Da würde man eine kurze Pause machen oder was. Und was wäre denn die zweite Übung, um dieses Gestreckte rauszubringen? Das ist ja eher eine Festigkeit. Das ist eher eine Festigkeit, besonders halt im Fuß selber dann. Eine Festigkeitsgeschichte. Ja, einmal, das kennt aber schon fast jeder, deswegen zeigen wir es jetzt nicht, einen Golfball aufzustellen, die Punkte zu finden. Und das dann, um das einfach den Punkt zu halten und den Punkt zu lösen, wo die Spannung ist. Und das zweite, was man machen kann, ist, man faltet seine Finger zwischen seine Zehen. So dass wie beim Beten, sag ich immer, möglichst weit dazwischen. Dadurch schaffe ich Platz in den Zehen. Und was ich dann mache, ist, ich bewege das einfach in alle Richtungen. Bei Markus wäre jetzt diese nach oben Bewegung am wichtigsten, dass man hier das Großzehengelenk mobilisiert. Und für diese gestreckte Position bei mir wäre es am wichtigsten, dass man versucht, den Mittelfuß zu rotieren zu bringen. Aushängen quasi, genau. Das heißt, ich versuche den einfach in alle, das haben wir schon gesagt, dass es ein bisschen lockerer geworden ist.
Das kann gut passieren, dass dann irgendwas knackt. Aber dann habt ihr das wieder in die richtige Position gestellt. Ganz feste kommt ganz gut. Ganz feste kommt ganz gut. Okay. Und das wäre jetzt das Gestreckte. Was wäre denn für die Küken? Ja. Was wäre für das dieses Eingefallen auf die zweite Übung? Also da bräuchte man schon eine Kräftigungsübung. Genau, da braucht man eher eine Kräftigungsübung, eine, die die dynamische Stabilität erhält. Um das halt mal auf ein ganz einfaches Level runterzubrechen, muss es einfach nur, ich mache einen Einbeinstand. Okay, kannst du es mal gerade mir zeigen? Also wir stellen ihn nochmal hin. Rechts, links ist egal, oder lieber den rechten? Lieber den linken. Lieber den linken. Der ist nicht so kaputt. Ne? Der ist doch, dass er dein Sprungbein hängt. Ja, okay. Ja? Wie man hier nochmal sieht, das hängt halt, man hat quasi einen durchgehenden Innenklatschen. Ja. Eigentlich sollte es so sein. Ja. Ja. Das heißt, was er macht, ist wieder Ansteuerung. So erstmal so weit wie möglich ranziehen. So. Ziehen dran, dass sie wirklich ansteuern. Ja. Okay, das fühlt sich fast wie ein Krampf. Genau, das kann passieren. Und dann ist es, stell dich einfach auf ein Bein. Genau, behalte die Punkte hier am Großzehengelenk, an der Außenkante und in die Mitte von der Ferse. Ja. Da muss die Belastung gleichmäßig verteilt sein und die musst du dann halt halten. Wir fangen halt erstmal an mit 3x10 Sekunden, wenn es dir das anschauen soll. Das ist hier der C-Muskel, ne? Genau. Oh, meine Herren. Das ist irgendwie, ihr könnt euch das nicht vorstellen, also ihr werdet es dann merken, das ist 100 Kilo Bankdrücken. 100 Kilo Bankdrücken, ja genau. Das okay. Also nochmal. Es erscheint so einfach, einen Einbeinstand zu machen, aber das reicht völlig bei 70, 75. Das ist schon etwas über 80, ja? Danke. Okay. Ja. Okay, also da. Das. Reizen, anziehen. Das. Ja, Gewicht verlagern und so. Nochmal die Punkte sind Mitte der Ferse. Mitte der Ferse, ich. Außenkante. Ja, habe ich. Brustzehengelenk. Ja, das ist die größte Problematik bei mir tatsächlich. Also den großen Zeh im Brustzehengelenk. Im Normalfall, stell dir mal das einfach nach, hast du jetzt halt hier, du hängst halt im Prinzip zu weit drinnen, um das jetzt aber für dein Gefühl aufzurichten, stellst du dir auf die Außenkante. Ja. Das willst du aber nicht, eigentlich willst du mittig bleiben und dann musst du halt hier den Druck erzeugen, wenn du das nach oben kommst. Deswegen die Vorübung, die wir eben hatten, genau, deswegen ist besser. Okay. Wichtig ist, das hast du jetzt gerade einmal gemacht, du hast die Zehen einmal zwischendurch angehoben. Ja. Wenn das passiert, wenn du die Spannung nicht mehr halten kannst, nochmal neu anfangen. Ja. Weil die Spannung ist sofort weg. Also das wäre nicht, sondern dann wieder raus. Wieder raus, nochmal neu anfangen, wieder Spannung aufbauen. Das ist hier runter. Jetzt müssen wir bei Markus mal gucken, dass er irgendwann hier hinkommt, dass der Fuß noch weiter nach oben kommt und das Bein weiter nach oben. Ja, da müsste er eigentlich. Das. Ja. Okay, muss ich aber auch mit dem Rumpf mehr mitarbeiten. Ne? Genau, musst du halt einfach gucken, dass du musst halt erstmal wieder mittig auf dein Bein kommen. Jetzt hängst du quasi auf der Außenseite. Ja. Würde das helfen, jemandem da eine Erleichterung zu geben, dass er sich abschützen kann? Oder ja, du kannst aber auch einfach dich hinten auf die Zehenspitze noch mit als Unterstützungsfläche stellen. Ja. Wenn das am Anfang zu schwer ist, dass er das halten kann, kannst du das auf der anderen Seite ein bisschen einfach unterstützen, mit so wenig wie möglich. Ja. Und das, also mein Problem ist das, ich muss halt mehr da. Ja. Jetzt voll, also jetzt, jetzt brennen ganz andere Muskeln als sonst, wenn ich einen Einbeinstand halten würde, wo ich behaupten. Bob, das hätte bis eben, ich kann das. Genau. Krass, okay. Ja, super. Sehr schön. Das würde ich also machen. Wir hatten gesagt, das Ansteuern. 10x5 Sekunden. Genau. Und dann diese Geschichte drauf. Wie oft würdest du das machen? Machst du auch. Fang mal mit 3x10 Sekunden an, dass es wirklich schwer fällt. Wenn es dir einfacher fällt, machst du 5x10 Sekunden. Das wird ja letztlich beliebig aus. Okay. Ja, und dann so eine Schwierigkeit. Ja. Und wie, also höre ich da auf den Körper, wenn ich, also das ist jetzt wirklich anstrengend, also im Fuß ist richtig müde, warte ich, bis der wieder komplett da ist, wegen der Ansteuerung, also neuronale Komponente, dass sie fit ist, oder überreizt sich ihnen bewusst, dass er sich anpassen muss? Nein, man sollte auf seinen Körper hören, wenn er Signale gibt und wenn du sagst, dass das für dich jetzt vom Kopf her anstrengend war, das anzusteuern, und du hast das Gefühl, dass das jetzt nicht innerhalb von 30 Sekunden wieder weg und solltest du sagen, du gehst dann erstmal ein bisschen raus. Okay, das heißt, es kann reichen, wenn ich einen Satz mache. Kann reichen, einen Satz. Und dann abends nochmal am nächsten Tag. Dann macht man zum Schlagverteilen mal, das kann man ja überall machen, da braucht man jetzt nicht mehr warm machen. Ja, ja. Okay. Das reicht dann. Super, okay, cool. Euch viel Spaß mit den Übungen. Also ihr habt jetzt jeweils zwei Übungen dafür, wenn es nach innen nach außen eingefallen ist. Einen Ausblick hätte ich aber gerne von dir. Jetzt sehen wir mal an, ich habe das jetzt ein halbes Jahr trainiert, bin super in den Füßen. Was wäre dann die nächste Übung, wo ich weitermache? Da würde richtig Spaß haben. Ja. Dann muss ich tatsächlich eben mal schnell noch einen Start holen. Mach das. Dann
Na, lass mich mal hinstellen. Machst den Stab mit den Daumen nach außen, schulterbreit. Ja. Dann stellst du dich auf ein Bein. Wieder wie eben mit der Ansteuerung. Wieder wie eben mit der Ansteuerung natürlich. Ja. Leicht in die Knie. Ja. Und von da versuchst du in eine Ganzkörperstreckung zu kommen, sodass der Stab dann am Ende über deinem Kopf ist. Ganz langsam, gleichmäßig strecken. Fuß bleibt stehen. Hat sich schon verabschiedet. Bleib stehen. Okay. Und jetzt hebst du das andere Bein noch bis in 90 Grad Winkel hoch. Also eine Standwaage. Hast du hier lange 90 Grad vorne? Achso, ja. Ja, 90 Grad. Achso, okay. Ja. Genau. Schiebst dein Gesäß nach vorne. Schiebst dein Bein nach hinten. Mhm. Brustbein nach oben. Ja. Auch nach. Und Blick geradeaus. Und halt den Fuß oben. Also mein Hintern brennt, ist das richtig? Das ist völlig korrekt. Okay. Genau dahin, das ist dann eine aufrechte Körperposition. Ja. Okay. Vorher war das keine aufrechte Körperposition. Danke. Okay, wie lange würde ich das halten? So lange wie du es schaffst und anders als du es jetzt gerade gemacht hast, war das erste Mal noch viel langsamer bis eben. Okay. Mhm. Ja, also je langsamer, je selektiver, desto besser. Ja, okay, krass. Super. Das würde man auch dreimal machen? Oder? Das war theoretisch reicht einmal mit. Also Ziel sollte immer so eine Minute für eine Wiederholung, dann hast du schon dann ist das sehr langsam und du hast halt auch sehr hohe Bewegungskontrolle und merkst auch die Ausläufe drin und fühlst anstrengend bis trotzdem. Ja, definitiv. Super. Okay, ich danke dir. Ja, ich komme mal hier runter. Danke, sehr, sehr spannend. Für euch sicherlich auch ganz spannend. Also probiert es aus. Es ist super anstrengend. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, tatsächlich jetzt schon, dass sich das ganze Körpergefühl verändert wird und auch das, die Bewegungsmuster im Kniebeugen, im Athletiktraining generell, aber auch dann im Laufen, Sprinten oder beim Golfsprung, was ja Rotationssprung ist, sich da verändern wird. Und ganz viel Info. Danke dafür, David. Sehr gerne. Wenn euch das Video gefällt, schaut mal auf Davids Seite. Personal Athletic Performance, ist das richtig? Bei YouTube, Facebook? Bei YouTube ist noch nicht so viel drin, aber Instagram und Facebook gibt es schon einiges. Folgt ihm, ich verlinke das. Meiner Webseite. Genau, auch Personal Athletic Performance. Mit Minus dazwischen. Minus und am Ende ein D. Ein D. Sehr schön. Genau. Und wir machen jetzt nachher noch ein Video, wo wir uns ein bisschen mit dem Golf auseinandersetzen, wo du mal deine ganz spannende Sichtweise darauf zeigst. Und genau, für heute danke euch, viel Spaß beim Training und bis bald. Ciao. Bis dann, ciao.